Hallo und herzlich willkommen bei Axel Burkhardt TV. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Wir sind schon in dem letzten Video auf einen Konflikt gestoßen, den wir alle kennen. Wir nennen den Konflikt zwischen Kopf und Herz. Es gibt aber andere Konflikte, die sind uns gar nicht so bewusst. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir ja festgestellt haben, dass unser Wille, unser Wollen im Grunde genommen wie im Schlaf abläuft, also völlig unterbewusst, dass wir auch einen Konflikt haben zwischen Denken und Wollen. Nicht nur zwischen Denken und Fühlen oder zwischen Fühlen und Wollen. Also diese Konflikte sind in uns da. Und wie können wir die Konflikte lösen? Nur indem der König oder die Königin, das Ich die volle Kontrolle über die drei Fürsten hat, die drei Fürstentümer des Denkens, Fühlens und Wollens. Geht aber nur, wie wir gesagt haben, über das Denken. Aber der König ist der, der die volle Kontrolle haben muss, das nicht, das Wollen uns hat, das Fühlen uns hat und das Denken uns hat. Dass es dauernd in unserem Kopf rattert und rattert und wir können nichts dagegen tun, dann lenkt uns der, dann leitet uns der her oder der oder der. Freiheit bedeutet die Herrschaft über die drei, ausgehend von dieser Instanz des Denkens. Und da stoßen wir auf ein weiteres ganz, ganz wichtiges Prinzip, um diese Konflikte zu lösen. Heute ist es üblich, dass man gute moralische Ratschläge gibt, du sollst nicht urteilen, hör doch endlich das Urteilen auf. Das wollen wir uns einmal genauer anschauen. Da sagt jemand hier, zwei unterhalten sich, da sagt der eine, diese Kekse sind süß. Der andere holt eine andere Packung, ja, und die Kekse sind salzig. Dann sagt der eine, naja, die süßen Kekse mag ich nicht. Und der andere sagt dann, naja, süße Kekse sollte man eh verbieten. Die machen die Menschen nur krank wegen des Zuckers. Das sind süße Kekse. Ich mag die süßen Kekse nicht. Süße Kekse sind schlecht. Das sind drei Aussagen. Und sie unterscheiden sich fundamental. Fundamental. Und in der Philosophie, in jeder Geisteswissenschaft, in der Geisteswissenschaft auch, nennt man diese Aussagen Urteile. Das ist seit Jahrhunderten so, das ist der Begriff. Also wenn heute jemand zu dir sagt, urteile nicht mehr, dann fang an nachzufragen und sagen, was verstehst du denn bitte unter Urteilen? Ich verstehe Folgendes darunter. Es gibt nämlich, und das ist wichtig jetzt, diese Information und Erkenntnis in diesem Video, es gibt drei Arten von Urteilen und die sollte man bitte nicht vermischen. Bitte nicht verwechseln. Die ganze Welt ist voll von Vermischung und Verwechslung dieser Urteile. Und deshalb sagen die Leute, hör doch bitte auf zu urteilen. Sie wissen aber gar nicht, was damit gemeint ist. Es gibt, wie gesagt, drei Urteile. Und gerade in der heutigen Zeit, der Zeit des Internets, der Fake News, ja, der falschen Nachrichten, der emotionalen Vorurteile und so weiter, der Lügen, der Propaganda, der Manipulation, da müssen wir uns doch fragen, wie sollen wir denn da überhaupt durchblicken? Wie sollen wir da unterscheiden lernen, erkennen lernen? Und da müssen wir einfach das wissen, dass es drei Arten von Urteilen gibt. Schon lange, seit Jahrhunderten, sind das die Fachbegriffe. Das sogenannte kognitive Urteil, das ästhetische Urteil und das moralische Urteil. Das kognitive Urteil nennen wir auch Denkurteil oder Erkenntnisurteil, wenn wir Kognition als Erkenntnis übersetzen. Also, es hat etwas zu tun mit unserem Denken. Das ist ein Keks, diese Kekse sind süß. Das sind sogenannte kognitive Denkurteile oder Erkenntnisurteile. Die anderen, die ästhetischen oder emotionalen Urteile, das Keks mag ich nicht, das Keks schmeckt mir nicht. Der andere sagt, das Keks schmeckt mir. Der Keks schmeckt mir. Das heißt, da sind wir völlig unterschiedlich. Wir haben ja gesagt, in unseren Gefühlen sind wir individuell. Im Denken nur sind wir universell. Wir können uns nur auf der Ebene des Denkens über Wahrheit unterhalten. Hier können wir uns nur darüber unterhalten, ob es uns taugt oder nicht taugt. Und deshalb haben emotionale Urteile bitte nichts zu suchen in der Beurteilung über andere. Wir dürfen immer nur sagen, ich empfinde denjenigen so. Ja, ich empfinde dich so. Ich empfinde dich verletzend.
zu sagen, wir kennen diese Thematik in der Kommunikation, ich und du, du verletzt mich, statt dass wir sagen, ich fühle mich verletzt. Das mag ja stimmen. Ob der andere einen verletzt hat, ist eine ganz andere Fragestellung. Also dieses Ich empfinde etwas gilt nur für mich. Es gilt nur für dich. Und deshalb müssen wir aufhören. Und das ist die wichtigste, eine der wichtigsten Schulungen in Bezug auf Freiheit und Meisterschaft des Lebens, emotional andere zu beurteilen. Wir können andere emotional nicht beurteilen. Wir können sie nur sachlich beurteilen mit einem kognitiven Gefühl. Aber Gefühle selber, lassen wir für einen Moment die Empathie außen vor, Gefühle selber sagen nur etwas aus über uns. Und deshalb haben wir im Grunde genommen in einer Kommunikation heute in der Welt kein emotionales Urteil über jemanden zu fällen. Da können wir zustimmen. Sag, urteile du nicht emotional über den anderen, bleib bei deinem emotionalen Urteil, es sagt etwas aus über dich. Es ist nicht die Welt, die schlecht ist, sondern du empfindest die Welt als schlecht. Es ist vielleicht nicht die Welt böse, sondern du empfindest die Welt als böse oder unangenehm zunächst einmal, besser unangenehm. Mach dir das bitte bewusst. Nimm diese Erkenntnis mit, denke darüber nach, fühle hin. Mach dir den Unterschied denkerisch ganz klar, dass du die Bitte nicht verwechselst, die beiden. Und immer dir auch in Zukunft immer bewusster wirst, was ein emotionales Urteil ist in dir und was ein sachliches, kognitives, denkerisches Urteil ist. Wenn wir heute ins Internet schauen, in diese Shitstorms, überall, wo die Menschen niedergemacht werden, da werden sie beschimpft mit emotionalen Urteilen oder mit, jetzt kommen wir zum dritten Urteil, oder mit sogenannten moralischen Urteilen. Wir schwingen die Moralkeule. Und hier gilt wieder ganz genau dasselbe. Moralische Urteile, das nennt man Urteile des Willens. Warum? Moral hat etwas damit zu tun, mit einer Handlung. Wenn ich etwas tue, welche Wirkung hat es auf mich oder auf den anderen? Ist es moralisch gut oder böse? Das heißt, bei moralischen Urteilen geht es um gut und böse. Bei ästhetischen oder emotionalen Urteilen geht es um schön und hässlich oder angenehm und unangenehm. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Und beim Denken, beim kognitiven Urteil, geht es um wahr und falsch. Das sind drei ganz verschiedene Urteilsformen und die dürfen wir nicht verwechseln. Heute gehen wir hinaus und verurteilen permanent die anderen, weil sie moralisch böse sind. Und schon machen wir uns zu Gutmenschen. Gutmenschen, das ist heute auch schon etwas weit verbreitet, wo alle Menschen glauben, sich über den anderen erheben zu können und zu dürfen moralisch. Und deshalb ist es berechtigt zu sagen, urteile bitte nicht emotional über den anderen und nicht moralisch über den anderen. An dieser Stelle möchte ich das erste Mal bewusst einen Satz aus dem Neuen Testament bringen, aus der Bergpredigt. Richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werden. Wir haben im Grunde gar nicht das Recht, moralisch zu urteilen, sondern wir müssen sehr gut prüfen, was gut und böse ist und was wir eigentlich darunter verstehen und wann etwas gut und wann etwas böse, gut oder schlecht ist. Wer von uns weiß das schon? Also bitte unterscheiden zwischen einem vernichtenden, bewertenden Werturteil, einem moralischen Urteil, einer emotionalen Verurteilung, die nicht hingehört, und einer sachlichen Kritik, einem sachlichen Denkurteil. Das ist ganz wichtig für dein Leben, denn nur wenn du diese Unterscheidungen kennst, wirst du auch frei werden können in deiner Seele, sonst nicht. Denke darüber bitte nach. Fühle hin, prüfe das. Und es gibt heute aufgrund der Welt, so wie sie ist. Wir leben in einer Welt der Lügen. Uns werden die Lügen nur so um die Ohren gehauen. Umso wichtiger ist es, dass wir Lügen erkennen können.
Und dass wir den Lügner von mir aus auch nicht moralisch verurteilen, sondern einfach feststellen, aha, er lügt. Ich habe das festgestellt. Oder er sagt zumindest die Unwahrheit. Dann werden wir manipuliert auf 100.000 Art und Weise von allen möglichen Institutionen, Medien, wie auch immer. Es wird uns die Wahrheit verdreht, sie wird falsch eingepackt, die Lüge wird als das Wahres verkauft, die Wahrheit wird als Lüge verkauft und so weiter. Ja, wie sollen wir jemals da durchblicken durch all das, was ich versuche, hier über diese Videos dir nahezubringen? Du kannst das alles lernen. Die Wahrheit von der Unwahrheit zu unterscheiden, die Lüge zu erkennen und so weiter. Und du brauchst da nicht moralisch zu verurteilen. Du kannst ganz souverän sein als König in deinem Ich und souverän urteilen und feststellen, er ist einfach ein Lügner. Punkt. Für dich. Ja, und dass du das dann nicht magst, ist auch okay. Aber selbst da im Christentum, jetzt erlaube ich mir ein zweites Mal was zu zitieren, denn das ist Christentum, liebe deine Feinde, frag dich, warum er lügt. Vielleicht ist er doch ein armer Hund, der ohne Lüge nicht auskommt. Frag dich, wie es ihm in ihm ausgeht, wenn er zur Lüge greifen muss. Besser ist, du lügst nicht. Schau, dass du nicht lügst. Schau, dass du in die Wahrheit kommst. Schau, dass du diese Urteile unterscheidest und die Welt wird sofort besser. Du bist derjenige, ich, jeder Einzelne von uns, der die Welt besser macht. Und wenn jeder Einzelne von uns das beachtet und frei wird, wird diese Welt schlagartig sofort besser. Sofort. Und gerade in diesen heutigen Bewegungen, man nennt sie auch Truther-Bewegungen, die sind ja sehr lobenswert, wo man versucht, die gemeinen Verschwörungen und Hintergründe zu entschleiern. Ja, wie viel wird auch auf diesen Plattformen oft die Wahrheit verbogen? Wo werden da ganz oft viele Vorurteile und emotionale Urteile gefällt, ohne dass sich die Leute dessen bewusst sind? Sie manipulieren oft genauso wie die, die sie kritisieren und verurteilen. Auch da kann ich nur appellieren, lernt in Wahrheit zu denken. Befasst euch mit euch selbst und den Kräften eurer Seele und schaut, was ihr wollt. Wollt ihr wirklich andere verurteilen? Wollt ihr andere schlecht machen? Und prüft mal, was das in euch macht. Denn, und jetzt kommen wir zum Schluss zu einem wichtigen Punkt. Was macht ein Irrtum in dir? Macht dich der frei oder unfrei? Macht dich eine emotionale Verurteilung von jemandem innerlich frei oder unfrei? Macht dich dich ganz persönlich, eine moralische Verurteilung frei oder unfrei? Denk drüber nach. Macht dich eine Lüge frei oder unfrei? Eine Lüge schleppt man dauernd mit. Da muss man ständig einen Aufwand betreiben, damit die Lüge nicht entdeckt wird. Das ist ein Aufwand. Eine Lüge macht einen sowas von unfrei. Deshalb. Und der letzte Punkt, ein Vorurteil, ein sofort gefälltes Urteil. Ja, weiß ich schon, kenne ich schon, das habe ich schon gelernt, du liegst falsch und so weiter. Diese typischen Vorurteile, die wir ständig haben, machen uns die frei oder nicht frei. Emotionale Urteile, Irrtümer, Vorurteile, Lügen, moralische Verurteilungen, machen die dich frei oder unfrei? Ich behaupte, sie machen dich alle unfrei. Wenn du also frei werden willst, ist deine Aufgabe, gilt für mich genauso für uns alle, klar. Dann müssen wir lernen, diese Verurteilungen nicht mehr zu machen. Oder wenn, dann voll bewusst. Aber dann ist die Frage, ob wir dann den anderen noch verurteilen, weil dann sind wir uns auch dessen bewusst, was wir mit uns selber tun, wenn wir andere verurteilen. Und es positiv formuliert zum Schluss. Und du siehst die Herausforderung. Die Herausforderung der Freiheit ist groß. Die Herausforderung der Freiheit bedeutet aufhören zu jammern, aufhören zu schimpfen, aufhören zu verurteilen. Aber immer urteilen, das ist völlig in Ordnung. Denn diese drei Urteile, es gibt beim Willen übrigens auch noch das Handlungsurteil. Das betrifft einfach deine Entscheidungen. Das nennen wir Handlungsurteile. Aber deine Handlungen haben ja immer eine Wirkung auf dich und die Welt. Und deshalb sind sie letztens immer Handlungen, wo du prüfst, ob sie gut oder böse sind. Alle Handlungsurteile sind letztens auch im Hintergrund moralische Urteile. Aber was steckt nun positiv hinter diesen drei Urteilen? Und da kommen wir zu den alten Griechen, die gesagt haben, es gibt drei göttliche Werte. Das Gute, das Schöne und das Wahre. Und danach sollten wir alle streben. Das Gute, das Schöne und das Wahre. Danach streben. Das Gute liegt wo? Das liegt in den Handlungen. Gut und Böse. Herauszufinden, was gut und böse ist. Gut, das, was allen Menschen dient. Das, was in Liebe geschieht. Das strebe an. Und dann kann man prüfen, ob das Gute für alle gut ist oder nur für dich.
Ja, aber da gibt es eventuell auch einen gemeinsamen Maßstab. Und das Schöne liegt im Fühlen. Und es ist auch so, dass durchaus ein ästhetisches Urteil eventuell für alle Menschen gleich sein kann, weil in der Musik gibt es Harmonien, von denen wir wissen, dass sie von allen gleich gehört werden übers Ohr, vielleicht mit feinen Unterscheidungen. Also es kann schon ein Gefühl der Schönheit geben, das auch für alle Menschen gleich ist. Und das wäre dann auch etwas, wo das Wahrheitsgefühl hingehört, dass wir nämlich eine Wahrheit als schön empfinden. Das ist gerade, wenn man wie ich Mathematik studiert hat, man glaubt gar nicht, wie schön Mathematik ist, kann ich nur sagen. Und das Dritte ist das Wahre. Wahrheit gibt es nur im Denken, Schönheit gibt es nur im Fühlen und das Gute oder die Güte, auch im Produkt, gibt es nur im Wollen. Und in diesem Sinne, nach diesen drei Urteilen zu streben, das bedeutet Freiheit. Und in diesem Sinne freue dich auf die weiteren Videos dazu. Und wir sehen uns bis gleich, dein Axel Burkhardt.